begrüße Sie als Wirtschaftsminister. Ich begrüße Sie auch im Namen der gesamten Bundesregierung. Ich habe dazu keine Ressortabstimmung durchführen lassen. Aber ich bin sicher, dass wir alle hinter Ihnen stehen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil unser Land anders aussehen würde, wenn es Sie nicht gäbe. Sehr geehrter Herr Altmaier, schön, dass Sie heute hier sind. Der Koalitionsvertrag sieht Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit des Kartellrechts mit dem zu stärkenden Genossenschaftswesen vor. Wie kann die Bundesregierung diesen Auftrag erfüllen? Wir haben ja ein Kartellrecht aus gutem Grund. Aber dieses Kartellrecht muss immer wieder darüber überprüft werden, ob es angemessen ist für die Herausforderungen der Gegenwart. Da sind wir im Gespräch mit dem Bundeskartellamt, da werden wir mit den Fraktionen reden, aber auch mit Verbänden wie dem Ihren, weil sie die Erfahrungen aus der Praxis einbinden. Das ist ein wichtiger Teil meiner Mittelstandsstrategie. Wir müssen uns auf die Punkte konzentrieren, die wichtig sind für den Erfolg von selbstständigen Unternehmen, von Mittelständlern. Die Ergebnisse werden sicherlich im Laufe dieses Jahres erzielt werden, in dem konkreten Bereich, aber wir brauchen viel mehr Bewegung, Bürokratieabbau. Wir brauchen ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung. Wir müssen Menschen ermuntern, sich selbstständig zu machen. All das möchte ich gerne in den nächsten Wochen und Monaten besprechen. Sie sagen es selber, Kompetenzzentrum. Was stellen Sie sich unter dem Kompetenzzentrum vor? Was wird dort passieren? Wie wird das ungefähr aussehen? Nun, die Mittelständler wissen ja am besten, wie man unternehmerisch tätig ist und wie man neue Märkte, neue Kunden gewinnen kann. Aber viele von Ihnen fühlen sich auch überfordert durch den Prozess der Digitalisierung, weil sie diesen Prozess nicht für die nächsten Jahre überschauen und durchschauen können. Und deshalb müssen wir beides zusammenbringen, digitale Kompetenz, und wir müssen mittelständische Kompetenz zusammenbringen, weil es nicht die eine Lösung gibt in diesem Bereich, sondern es gibt für jede Branche, für jede Gruppe von Mittelständlern eine andere Lösung. Darüber müssen wir reden. Deshalb planen wir jetzt dieses Kompetenzzentrum. Das wird in diesem Jahr fertig sein. Wir haben einen wichtigen Erfolg bereits erzielt. Wir haben eine Gründerplattform ins Leben gerufen, die jungen Menschen hilft, die sich selbstständig machen wollen. Denn wir erleben im Augenblick, dass wir eher zu wenig Selbstständige haben. Die Zahl der Unternehmensgründungen geht zurück. Wir wollen das ändern. Wir wollen erreichen, dass junge Menschen den Schritt in die Eigenständigkeit, in die Selbstständigkeit tun. Das geht aber nur dann, wenn sie auch Antwort auf ihre Fragen finden, wenn sie nicht alleine gelassen werden im Dschungel und im Gestrüpp der Vorschriften. Deshalb diese Gründerplattform. Alles klar. Sie haben ja gerade schon über das Thema Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Das ist ja natürlich für unsere Mittelständler eine ganz große Herausforderung, auch wenn die sich wirklich seit Monaten engagieren, um rechtzeitig diese Regelung umzusetzen. Was halten Sie denn von dem Vorschlag unseres Nachbarn Österreichs, zu sagen, wir beraten statt strafen und vielleicht bei ersten Verstößen wirklich nicht direkt zu sanktionieren, wirklich nur abzumahnen? Was halten Sie davon? Ja, ich bin jetzt in einer schwierigen Situation, weil die Kollegin Barley als Justizministerin zuständig ist und wir unabhängige Datenschutzbeauftragte haben. Aber ich halte es schon für wichtig, dass wir flexibel und pragmatisch an die Herausforderungen herangehen. Wir wollen ein hohes Maß auch an Datenschutz im Interesse unserer Kunden, auch der Mittelständler übrigens, ermöglichen. Aber es muss so gemacht werden, dass es die Geschäftsmodelle und die unternehmerische Tätigkeit nicht behindert oder einschränkt. Das ist die große Herausforderung. Darüber wird auch mit den Datenschutzbeauftragten diskutiert. Aber das ist etwas, was der Wirtschaftsminister nicht per Ordre de Mufti anordnen kann. Ja. Kürzlich sagte Frau Nahles ja, wir sollen Daten als Gemeingut verstehen. Was sagen Sie denn dazu? Das unterstütze ich, weil es darum geht, dass viele Daten, die etwa in Zukunft gewonnen werden durch selbstfahrende Autos im öffentlichen Verkehr, im Gesundheitswesen, dass die auch jungen mittelständischen Unternehmen zur Verfügung stehen, die damit Forschung betreiben wollen, die damit neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Wir wollen dies auch gesetzlich auf eine gute Grundlage stellen. Aber auch das wird zu einer sehr kontroversen Debatte führen, weil es unterschiedliche Interessen gibt. Das müssen wir aushalten. Und am Ende brauchen wir eine Lösung, die die Entwicklung unserer Wirtschaft beschleunigt und unterstützt und nicht bremst.